Apfeldoktor in Discastle, der Ben für euch. Hallo, nach einem anstrengenden Wochenende. Ich glaube, man sieht es uns auch leicht an. Ja, wir hatten zum ersten Mal Board Level Repair School und es hat, Andi, ich würde sagen, eine Menge Spaß gemacht, oder? War wirklich, war schön. Ich denke, die Teilnehmer sind auch alle soweit zufrieden. Einen kleinen Überblick haben wir auf Instagram online gestellt und auf Facebook, inklusive einem kleinen Video. Das hat der Andi, glaube ich, noch gar nicht gesehen. Das habe ich in meiner Bescheidenheit einfach mal zugeschnitten. Das ist jetzt, könnt ihr nicht vergleichen mit dem Trailer. Das ist einfach mal so ein kurzer Überblick oder ein kurzer Durchblick. Beim nächsten Mal versuchen wir, das Ganze filmisch noch ein bisschen besser zu organisieren, sodass wir im Endeffekt ein bisschen mehr Filmmaterial haben, was wir hinterher zur Verfügung stellen können und auch bildlich ein bisschen besser dokumentieren. Werden wir beim nächsten Mal machen. Das war unser erstes Mal. Wir haben Samstag, Sonntag durchgearbeitet und also ich für meinen Teil bin hinüber. Ich bin am Ende. Und wir werden ab Juli das Ganze auch so organisieren, dass wir das nicht mehr Samstag und Sonntag machen, sondern Freitag und Samstag, damit wir zumindest mal noch einen freien Tag in der Woche uns bewahren. Aber im Großen und Ganzen hat es mega viel Spaß gemacht. Ich denke, wir konnten auch den Teilnehmern wirklich was mitgeben. Und ja, wenn ihr lernen wollt, wie das funktioniert alles mit dem Löten, dann bucht euch gerne einen Platz an der Board Level Repair School Germany. Wie ihr seht, ich habe noch gar kein Logo oben eingeblendet. Ich habe alles noch, ich musste im Endeffekt den Rechner rüberschleifen, weil an dem anderen Rechner war kein USB 3.0, obwohl es ein ganz neuer Rechner war. Und dementsprechend ist die Mikroskopkamera nicht gelaufen. Und ach, wir hatten noch ein Heidendrama, aber das haben wir alles vor Start gelöst. Und als wir dann gestartet haben, war alles cool. Ne? So, was mache ich heute mit euch? Kleines Problem, eigentlich ein Standardproblem. Das haben wir auch am Wochenende den Teilnehmern etliche Male gezeigt. Und zwar an einem iPhone 6. Kannst du Kameras nochmal ordentlich ausrichten. An einem iPhone 6. Eine Reparatur, weil das Gerät das Ladekabel nicht mehr erkennt, nicht mehr richtig lädt, vom Computer nicht mehr erkannt wird. TriStar-Test sagt Fail auf einer Line. Dann geht man am ersten Schritt mal hin und schnappt sich einen anderen Lightning und macht den dran. Dann zeigt das Gerät aber immer noch einen Fehler auf der Line. Ja, das haben wir vorab schon getestet. Wir hatten das Gerät nur nochmal montiert, weil der Kunde erstmal zustimmen musste. Jetzt hat der Kunde zugestimmt der Reparatur und dann habe ich gesagt, komm, damit wir heute irgendetwas haben, haben wir auch schon sehr lange nicht mehr zusammen gemacht, machen wir mal einen TriStar an dem iPhone 6. Ja. Ladesteuerung, Symptomatik, Akku geht schnell leer, Akku zeigt falsche Prozentzahlen an, Gerät lässt sich nicht laden. Erkennt das USB-Kabel nicht, sagt, dieses Kabel ist nicht zertifiziert zur Nutzung. Der Computer erkennt es nicht. Das sind etliche Fehler, die dieses Problem verursachen können. Etliche Fehler, die dieses Problem verursachen können. So kann man es sagen. Ich bin noch nicht ganz auf der Höhe. Ich bin wirklich etwas geschafft. Aber war halt morgen wieder pünktlich hier. Na, ihr müsst sehen, wenn Board Level ist, dann machen wir das so, dass wir morgens schon um 6:45 unten sind. Das heißt für mich Wecker 6 Uhr, raus mit den Hunden, dann mich fertig machen, dann noch ein Frühstück organisieren, frisch natürlich für die Jungs, die Jungs und Mädels. Wir hatten auch ein Mädel diesmal dabei, war super, die hat sich sehr, 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 sehr gut angestellt, wirklich. Grüße nochmal an die Vicky an dieser Stelle, das hast du ganz, ganz toll gemacht. Sehr jung, ich glaube um die 16 Jahre gewesen. Ne? Und wirklich, die hat da richtig reingehauen, die hat richtig was auf dem Kasten gehabt. Und wenn die weiter dran bleibt, wird die ganz groß damit, sage ich. Also die wirklich gut ab an der Stelle. Ja. Ja. Die anderen waren natürlich auch gut. Ne? Ich mag jetzt keinem absprechen, dass er da irgendwie gut oder nicht gut war. Ja, das ist, wir hatten eine starke Truppe da. Und ja, das hat alles gepasst. So, iPhone 6. TriStar-Reparatur, wir bauen zuerst die Platine auf und der aus und der TriStar sitzt hier unter dieser Abdeckung drunter. Ich denke, die Leute, die Board-Level mitgemacht haben jetzt auch mal gesehen, dass das vor der Kamera immer alles so leicht und fluffig aussieht. Wir haben dann auch mal im Live-Modus dann einige Sachen gemacht, wie ein iPhone 7 Baseband und der Andi hat dann noch ein Audio-IC mit 4 Jumpern gemacht. Und ja, das waren dann schon teilweise Sachen, wo man dann gesehen hat, dass wenn man das jeden Tag von morgens bis abends macht, ja, dass einem das dann unheimlich leicht von der Hand geht, dass das sehr schnell und sehr gut geht, dass wenn man das aber eben vorher noch nicht gemacht hat,
oder das nicht wirklich jeden Tag nonstop macht, dass das alles nicht so einfach und leicht und schnell vor der Hand geht. Da ist eine Menge Übung mit bei. Ja? So, wir werden jetzt erstmal die untere Abdeckplatte hier entlöten. Fällt dir gerade auf, ich habe heute eigentlich noch gar nichts groß gelötet, außer ein paar USB. Ah, doch, am iPad, sorry. Das ist aber die Folie jetzt noch was. Ich habe iPad gemacht, TriStar im iPad Air 2. Ich habe eine Ladebuchse gemacht, dann am iPad Air 2. Was habe ich noch gemacht? Ich habe eine Ladebuchse nach dem Galaxy S6 gemacht. Heute war irgendwie Tag der Ladebuchse und dann habe ich die Diagnosen gemacht. Das bevor auch schnell. Nee, das A5 mache ich danach. Das A5 mache ich danach. So, der TriStar sitzt hier. Ihr seht es gar nicht. Seht ihr mal, so umnachtet bin ich noch. Jetzt machen wir hier mal Mikroskop an und dann passt das aus. Hier ist der Trust. Hier. Ja, und wir gehen dann hin. Der David kann das übrigens auch schon gut, den TriStar, und vielleicht in einem der nächsten Videos, ohne dass er was sprechen muss, ich spreche dann, darf er euch mal zeigen, wie er einen TriStar macht. David ist da wirklich sehr talentiert für. Muss man einfach sagen. Ja, auch am 6S den TriStar schon gemacht, ohne an der Abdeckung irgendwie rumzubiegen oder sonstiges. Ich meine, die Jungs hier, die hier arbeiten bei uns, die haben auch immer einen Vorteil, die haben immer den Andi oder mich nebenan und können dann im Endeffekt nachfragen. Das ist natürlich ein Vorteil, den man dann hat. Ja, den sollte man dann aber auch nutzen. Und dann passt das. So, wir kratzen dieses Overcoating und auch die Beschichtung von dem IC ganz einfach einmal ab. Und dann mache ich das so, dass ich da noch nicht mit Heißluft anfange. Also man kann das natürlich auch mit Heißluft jetzt machen an dem Punkt. Ja, ich mache das in der Regel mit dem Lötkolben. Und ihr seht, das geht mega schnell und mega easy. Und dann haben wir die Sache erledigt. Dann ist der TriStar raus. Dann geben wir da ein bisschen Flussmittel drauf. Schnappen uns unsere Entlötlitze. Wir haben wirklich im Modul 1 dann schon iPhone 7 Baseband mal gezeigt. So, Entlötlitze. Und abziehen. Aber wir sind auch sehr gut vorangekommen, muss man auch sagen. Und wenn das dann klappt und die Gruppe stark ist und mitzieht, dann kann man sowas dann natürlich auch machen. Also wir sind ja nicht festgenagelt irgendwie, dass, wenn wir merken, die Gruppe kommt gut mit, dann machen wir natürlich auch so viel wie möglich. Auch Dinge, die gar nicht in der Modulbeschreibung mitgestanden haben. So, 250 Grad zum Cleanen von der Klebemasse rundum, wobei das hier nicht wirklich viel ist. So, wenn wir das erledigt haben, dann schnappen wir uns unseren neuen TriStar. Positionieren den und verlöten den. Eine Menge ICs sind am Wochenende draufgegangen für das Backlight-Kreis-Thematik. Die war gar nicht so, die war auch gar nicht so einfach. Hat man auch mal wieder gesehen, das sind Reparaturen, die hauen wir ruckzuck durch. Das ist anscheinend wirklich, wenn man sie ständig macht, eine Sache, die vom Schwierigkeitsgrad her nicht zu unterschätzen ist. Ne? Also da haben die wirklich teilweise auch oder alle dran zu beißen gehabt. Ne? Das ist nicht so einfach, wie es alles aussieht. So langsam verliere ich echt die Lust. Was hast du denn? iPhone 7. Bombig verbaut. Da sind auch neue Abdeckungen drauf. Es sind neue Abdeckungen. Das hat ausgesehen wie original. Dann habe ich jetzt auf der anderen Seite gesehen, das sieht auch, als wäre da schon ein Fingerabdruck oder ein bisschen. Das sieht ähnlich. Aber es war alles verklebt. Der Display war verklebt. Die Originalverklebung wurde neu gemacht. Steht drauf, vermutlich Bluetooth-Fehler hängt im Apple-Bildschirm. Was eigentlich so, Audio ist, klingt. Aber es wird am Audio sind schon gearbeitet. Wir haben das nicht mehr. Das ist verständlich. Warum dann sowas? Der Andi ist heute nicht gut gelaunt. Der hat nämlich heute schon einen Haufen Push aufs Tisch gehabt. Scheiße. Meistens Geräte, die eingesendet werden nach vorhergegangener Lötreparatur. Obwohl wir immer wieder darauf hinweisen, nein, bitte nicht. Und dann wird es eben teuer. Kann das sein? So, wir machen einmal sauber. Ich konzentriere mich jetzt mal hier nochmal auf mein Video, nicht auf den
wütenden Andi nebenan. Machen wir das einmal sauber. Und wenn wir das sauber haben, dann checken wir mal ab, ob wir hier wieder eine Ladefunktion haben. Es wird später natürlich nochmal gereinigt, dann wird die Abdeckung verlötet und dann wird das Gerät erst montiert. Ich stecke das jetzt nur einfach einmal ein, um euch zu zeigen, dass das Gerät denn jetzt hier wieder lädt und funktioniert. Vor allem in Ordnung ist die ohne Jumper. Wenn ihr Ersatzteile braucht, wie ICs, Backlight-IC, Dryster-IC und so weiter und so fort. Wir haben heute auch wieder eine größere IC-Bestellung beim Abdul gemacht, bestellt bei rexcom.de. Braucht ihr Displays und so weiter und so fort. Pult, refurbished, wie auch immer. Bestellt sie bei Obsecu. O-B-S-E-Q-U. Sucht bei Facebook und schreibt die einfach an. Die haben keine Webseite. So, wir haben wieder, hier, seht ihr es? Ladevorgang, wir sind jetzt hier bei rund 700 mA. Das Gerät ist am Booten. Wir werden jetzt hier gleich auch einmal noch hochgehen und dann passt das soweit wieder. Ja, 800, 900 mA und genau da wollen wir hin. Knapp 1 Ampere Ladestrom und das passt. Ja, das Gerät bootet. Das Gerät hat jetzt auch einen Ton von sich gegeben, dass es im Endeffekt lädt. Und ihr seht oben den Blitz, 5%, und wir sind bei knapp über 1 Ampere. Ja? Und genauso soll es sein. Tristar-Reparatur erfolgreich abgeschlossen an einem iPhone 6. Ich mache das Gerät jetzt fertig für den Warenausgang und dann sind wir auch durch. Kleines, kurzes, knappes Video, 12 Minuten zum Start in die Woche. Und ich werde euch versprochen, diese Woche, sobald ich mich noch mal ein bisschen regeneriert habe, versuchen im Laufe der Woche noch mal ein paar besondere Reparaturen zu zeigen. Eventuell machen wir einen kompletten Hotspot mal an einem iPhone 7 oder wir machen einfach nur mal ein iPhone 7 CPU. Wie auch immer, wir werden sehen, wir haben noch einige Datenrettungen da liegen, da werde ich mich mal durchforsten, ob da nicht was dabei ist, was ich euch dann im Endeffekt präsentieren kann. Ich danke euch sehr für eure Aufmerksamkeit und wenn ihr lernen wollt, wie das hier alles funktioniert, dann bucht euch einen Platz an der Board Level Repair School Germany. Schaut bei Facebook vorbei, schaut bei Instagram vorbei, wenn ihr sehen wollt, wie es dort abgeht und was dort so passiert. Ich danke euch fürs Zuschauen, ich bin raus, ciao, euer Ben von Hausdirektor in Wiesbaden. Tschüss.